Und die Regierung hat weitere Baustellen. Sie schafft es seit fast einem halben Jahr nicht, einen neuen Chef oder eine neue Chefin für das Bundesverwaltungsgericht zu küren. Das ist das größte Gericht der Republik. Und es gibt längst einen Personalvorschlag der zuständigen Kommission dafür. Jedoch ÖVP und Grüne verhandeln immer noch, laut Beobachtern auch deshalb, weil die Vergabe Verhandlungsmasse für andere Entscheidungen sein könnte. Heute kritisiert das nicht zuletzt der Bundespräsident. Ob bei Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Beispiel beim Semmering-Basistunnel oder bei Asylverfahren. Das Bundesverwaltungsgericht ist die Kontrollinstanz für Behörden. Doch der Posten der Präsidentin oder des Präsidenten ist seit 165 Tagen nur interimistisch besetzt, kritisieren Nichtregierungsorganisationen. Wer wirklich ein Verfahren beschleunigen will, wer wirklich Verfahren schneller machen will, der muss die Justiz ernst nehmen, der muss das BVWG ernst nehmen und der muss deshalb auch eine Bestellung durchführen. Die Vermutung, hinter der Nichtbestellung könnte ein Streit in der Regierung stehen. Die ÖVP blockiere die Besetzung, weil die Grünen ihrerseits die Bestellung des neuen Leiters der Bundeswettbewerbsbehörde blockieren. Dazu heißt es aus dem Bundeskanzleramt: Beide Behörden sind voll arbeitsfähig. Die Verhandlungen über die Besetzung der Spitze laufen nach wie vor zwischen den Regierungsparteien. Für die Nichtregierungsorganisationen ist die Verzögerung nicht akzeptabel. Die hochrangige Personalkommission habe ihren Vorschlag längst vorgelegt. Wenn nun in der Öffentlichkeit dieser Posten in politische Diskussionen verwickelt wird, obwohl es einen klaren, vorgezeichneten Prozess im Gesetz gibt, dann beeinträchtigt das die Arbeit der Richterinnen und Richter. Und es schafft Unruhe am Gericht. Und auch Bundespräsident Van der Bellen sieht die Nichtbesetzung im Bundesverwaltungsgericht auf Nachfrage sehr kritisch. Es seien alle Voraussetzungen für eine rasche Besetzung gegeben.